Abschließender Redner in dieser Aussprache ist der Kollege Dr. Wolfgang Steffinger für die CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir verfügen über ein qualitativ hochwertiges Bildungssystem und gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Das bescheinigt uns der nationale Bildungsbericht. Es ist ein Bildungssystem, um das uns viele beneiden. Es ist ein Bildungssystem, das Deutschland zu einem attraktiven Standort macht. Wir alle wissen, eine gute Bildung ist eine unabdingbare Voraussetzung für wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg, aber auch für gelungene Integration. Dass wir eine solche Erfolgsgeschichte schreiben können, verdanken wir vor allem drei Dingen. Zum einen umfangreichen Investitionen in Bildung und Forschung, zum zweiten eine Vielzahl an Programmen und Maßnahmen und Initiativen und drittens auch den vielen Menschen, die sich im Bildungsbereich engagieren. Vielen Dank dafür. Es wurde an dieser Stelle ja schon mehrfach gesagt, noch nie wurde hierzulande so viel in Bildung und damit in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes investiert wie heute. In den letzten 11 Jahren haben sich die Ausgaben des Bildungs- und Forschungsministeriums mehr als verdoppelt. Und für das nächste Jahr sind im Bundeshaushalt über 17,5 Milliarden Euro veranschlagt, also noch mal über 1 Milliarde Euro mehr als im laufenden Jahr. Und da möchte ich auch den Haushältern danken, die bis heute in der Früh um 3 Uhr den neuen Haushalt festgezurrt haben, den wir in der nächsten Sitzungswoche dann beraten dürfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch im diesjährigen OECD-Bericht schneidet Deutschland gut ab. Als eine der großen Stärken gilt die berufliche Bildung, die maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg beiträgt und vielfältige Aufstiegschancen ermöglicht. In kaum einem anderen Land gehen so viele junge Menschen zur Schule, machen eine Ausbildung oder haben einen Job wie bei uns. Kein anderes europäisches Land hat eine so geringe Jugendarbeitslosigkeit wie Deutschland. Ich finde, das alles kann sich wahrlich sehen lassen und zeigt, wir sind auf einem erfolgreichen Kurs. Natürlich dürfen wir uns nicht ausruhen, und das tut von uns auch keiner. Die Herausforderungen für unser Bildungswesen sind komplexer und vielschichtiger geworden, vor allem seit letztem Jahr, als mehrere hunderttausend Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind. Und diese Herausforderungen gelten natürlich auch für die berufliche Ausbildung. Denn immer weniger Jugendliche beginnen eine duale Berufsausbildung. Nach wie vor bleiben viele Lehrstellen unbesetzt. Viele Ausbildungsbetriebe klagen über Lehrlingsmangel. Zugleich suchen viele junge Menschen nach einer Ausbildungsmöglichkeit. Sie fragen sich, wie das zusammenpasst. Demografische Faktoren und mitunter ausgeprägte regionale und berufsspezifische Unterschiede spielen dabei eine wichtige Rolle. Dies alles kann weitreichende Folgen für unsere Wirtschaft und Gesellschaft mit sich bringen. Ohne eine ausreichende Anzahl bestens qualifizierter Fachkräfte geht es nicht. Was wir daher brauchen, ist eine Ausgewogenheit von akademischer und beruflicher Bildung. Das Leben beginnt nicht erst mit dem Abitur. Wir brauchen Ingenieure und Ärzte, aber eben auch Handwerker und Mittelständler. Und ich möchte schon auch mal die Begrifflichkeiten, die immer wieder kommen, an dem ich mich massiv störe, ist zum Beispiel der Begriff des Bildungsabsteigers oder des Bildungsverlierers. Warum ist ein Kind, das aus einem Akademikerhaushalt kommt und eine berufliche Lehre machen möchte, ein Bildungsabsteiger? Das kann nicht weiter so sein. Deswegen sind wir auch gefordert, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Image der beruflichen Ausbildung nicht schlecht zu reden. Nicht umsonst, und ich darf darauf hinweisen, bei jeder Auslandsreise wird man darauf angesprochen, nicht umsonst wollen viele andere Länder von uns lernen, wie die duale Ausbildung funktioniert. Denn sie wissen, Deutschland kann Berufsausbildung. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben in den letzten Jahren auch viel für die Durchlässigkeit der beruflichen Ausbildung getan und tun dies weiterhin. Ich möchte nur ganz kurz die Allianz für Aus- und Weiterbildung nennen, die Studiengänge für Handwerksmeister, die in Zusammenarbeit mit den Handwerkskammern entstanden sind, oder auch die Novelle des Meister- bzw. Aufstiegs-BAföG erinnern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe die
Herausforderungen durch die Digitalisierung erwähnt. Wir stärken mit einem Sonderprogramm zur Digitalisierung die überbetrieblichen Bildungsstätten. Wir haben das Programm Digitale Medien in der beruflichen Bildung fortgeführt, nur als Beispiele auch in diesem Bereich. Sie sehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben die Herausforderungen im Blick. Wir kennen unsere Stärken und wir dürfen auch darauf stolz sein. In diesem Sinne lassen Sie uns weiterarbeiten und dieses Land noch besser machen. Dankeschön. Damit schließe ich die Arbeit.